Mein Name ist Jutta Kuri. Ich komme von den gewerblichen, hauswirtschaftlichen und sozialpflegerischen Schulen Emmendingen. Und ich persönlich unterrichte Deutsch und Französisch und bin auch Fachberaterin für die beiden Fächer. Insgesamt sind wir, glaube ich, lange schon eine digitale Schule, weil wir eben auch technische Gymnasien mit Fachrichtung Informationstechnik haben seit beinahe 10 Jahren oder nein, über 10 Jahre sind es in der Zwischenzeit schon. Und ganz konkret haben wir jetzt aber im zweiten Jahr Tablet-Klassen, jeweils eine im technischen Gymnasium und eine im sozialwissenschaftlichen Gymnasium. Das ist der PDF-Expert, mit dem ich Texte unglaublich gut digital bearbeiten kann. Also alles, was Schüler normalerweise mit vielen bunten Stiften auf Papier machen, kann ich digital machen und vieles mehr. Ich kann Toneffekte einblenden, ich kann Kommentare dazu machen, ich kann Textstellen ausschneiden und woanders hin verschieben. Ja, ich habe einfach viel mehr Möglichkeiten, mit Texten umzugehen. Schüler können Texte in ihrer eigenen Geschwindigkeit lesen. Ich kann Inhalte über Lernvideos erarbeiten. Ich kann Lernvideos oder Links zu Lernvideos vorgeben. Jeder kann sie so oft angucken, wie er sie braucht. Ich kann sie eigene Sachen machen lassen und dann sind natürlich ganz viele kreative Effekte dabei. Also manchmal gehen wir davon aus, dass die Schüler Kompetenzen haben im Umgang mit Tablets. Und die haben das aber gar nicht so. Also die sind gar nicht unbedingt in dem Bereich kompetent, in dem wir es ihnen unterstellen. Die sind unglaublich kompetent in Social Media und Networking und natürlich auch im Gamer-Bereich. Da sind die natürlich, da sind sie mir nicht nur voraus, sondern das haben sie einfach drauf und ich gar nicht. Aber für manche Anwendungen innerhalb des Unterrichts habe ich sie oft auch überfordert und gemerkt, ich müsste das ihnen eigentlich vorher viel genauer erklären. Ich kann natürlich mit den digitalen Instrumenten andere Motivation erzeugen und auch Motivation aus ihrer Lebenswelt mit in den Unterricht bringen. Und ich finde, das hat eine Berechtigung. Also das ist nicht nur der Spaß, sondern das ist tatsächlich auch manchmal die Möglichkeit, den Schüler ins Boot zu nehmen und sich dann für den Rest der Stunde vielleicht besser einzubringen, als wenn man es ohne Motivation gedacht hätte, den Unterricht.